Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Wünscht die Berichterstatterin das Schlusswort? Das ist auch nicht der Fall. Wie vereinbart, verlegen wir die Abstimmung an Ende der Verhandlungen über die Vorlagen des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie und Energie. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 22. Und damit kommen wir zur Novelle des Ziviltechnikergesetzes. Nicht viele von uns kennen den Berufsstand der ZiviltechnikerInnen. Dabei planen sie unser Wohnen, unsere Mobilität und unsere Freizeit. Das Ziviltechnikergesetz soll wegen eines EuGH-Urteils novelliert werden. Die Regierungsvorlage enthält neue Regelungen betreffend der Beteiligung am Gesellschaftsvermögen von Ziviltechnikergesellschaften. Demnach müssen künftig statt der bisherigen Mehrheit nur 50% der Gesellschaftsanteile und Stimmrechte von beeideten ZiviltechnikerInnen gehalten werden. Was die ZiviltechnikerInnen auf den Plan ruft, sie orten mit der Novelle eine Zerstörung ihres Berufsstandes durch fehlende Unabhängigkeit und infolge einer Konsumententäuschung und warnen vor der Käuflichkeit aufgrund von Abhängigkeiten.